Weitere spannende Online-Matches warten auf uns. Aber erstmal wechseln wir unsere Waffe. Welche ist denn heute dran? Und ich glaube, Artie hat schon wieder etwas Neues. Und zwar eine verbesserte Version von diesem Gallon. Die Deko Edition des Gallon ist der übliche Gallon mit dem gewissen extra an Eleganz. Die Funktionalität ändert sich nicht. Spürbomben eröffnen dir aber neue Möglichkeiten. Und dank des Tinfernos behältst du selbst im heftigsten Getümmel die Oberhand. Aber das ist noch nicht alles. Du bist jetzt auch offiziell bereit für den Sepiator Beta. Mit den Skizzen meines Großvaters experimentierte ich am Sepiator Alpha herum. Heraus kam der Sepiator Beta. Die Tintsurka hält deine Gegner in Schach und du sicherst dein Territorium mit türkischen Tintenminen. Konzentratorwaffen sind zwar auf Abwehr ausgelegt, doch defensiv heißt nicht automatisch uneffektiv. Ja, das stimmt. Aber für uns kommt jetzt erstmal der Tentatec-Kleckser an die Reihe. Der kostet 2000 Münzen. Und ja, ist von den Stats her mittelmäßig, hat aber die schöne Haftbombe und die Tintsuka. Das scheint mir ein sehr gutes Set zu sein für Fortgeschrittene. Wir gucken es uns kurz im Test an. Ist jetzt auch endlich mal wieder eine Schusswaffe. Und ich freue mich schon drauf, die gleich online auszuprobieren. Ja, die Haftbombe, die kennt ihr. Kann man überall hinkleben. Auch an Wände. Und dann geht sie zeitverzögert hoch. Ja, und die Spezialwaffe sollte man ebenfalls kennen. Zumindest aus dem Story Mode. Die Tintsuka fegt eure Gegner weg und hinterlässt auch noch ihre Spuren am Boden. Ja, das sind doch gute Voraussetzungen. Stürzen wir uns in den Kampf. Die Dekabahnstation. Ich muss ja gestehen, ich habe so ein kleines Problem, die Dekabahnstation und den Skatepark auseinanderzuhalten. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass die beiden sich optisch so ähneln und ich irgendwas mit den Augen habe. Nee, aber es ist echt so. Lange Zeit war mir gar nicht klar, dass das zwei verschiedene Maps sind. Also ich kannte die zwar, aber vom Namen her konnte ich sie nicht wirklich einordnen. Naja, sei es drum. So, erstmal hier den Gang entlang und dann schauen wir mal, was wir von der Position hier oben erreichen können. Ich glaube, ich habe einen Gegner da unten gesehen. Ja, dann verwende ich doch gleich mal meine Bazooka. Und treff ihn. Sehr schön. Aber leider war meine Position so selbstverständlich schnell ausfindig zu machen. Und jetzt habe ich ein Problem. Oh, da unter mir. Aber der ist jetzt weg. Verdammt. Den hätte ich auch killen können, ehrlich gesagt. Aber ich habe es versäumt. Das ganze Geschehen scheint sich jetzt so ein bisschen hier auf diese Mittelposition zu versteifen. Dann versuche ich mal durchzubrechen und weiterzugehen. So wie der Kleckser hier. Da ist einer. Down. Gut, dann übernehmen wir jetzt mal hier diesen Gang. Das dürfte uns auch helfen. Auch wenn ich in diesem Moment auf mehr Punkte verzichte, weil ich hätte ja auch zur Basis der Gegner durchbrechen können. So wie sie es gerade tun. Was zum Teufel? Euch werde ich den gar ausmachen. Na, scheiße. Da ist keiner mehr. Naja, dann baller ich mal auf gut Glück mit der Bazooka rum. Oh, da unten. Den Kumpanen habe ich gar nicht entdeckt. Ja, Doppelschutzschild. Aber es lässt gleich nach. Und dann greife ich an. Boah, sehr gut, sehr gut. Einer kommt noch. Auch den habe ich. Super. Läuft richtig gut. Ja, ich bin echt froh, dass ich wieder eine Schusswaffe habe.
Boah, das regt mich so auf, dass die Schutzschild haben, Mann. Ja, toll. Ich wollte mich mit dem Sprung eigentlich in Sicherheit bringen. Nur dummerweise habe ich einen Kumpel ausgewählt, der genau da stand, wo ich auch stand. Und dann war ich natürlich geliefert. Schade drum. Oh. Du bist tot, Kumpel. Ach, das war doch sehr erfolgreich. Trotz des Deaths. Aber ob wir auch gewonnen haben? Na doch, ich denke schon. Ja. Die Gegner haben einfach vor allem an ihrem Schleichweg da nichts gemacht. Der unten rechts. Und ich glaube, das ist ihnen zum Verhängnis geworden. Next round. Wieder auf der Dekabahn-Station. Aber gerne doch, ich mag die Map. Ich freue mich aber auch schon sehr auf die neuen. Nur bis August dauert es halt noch ein bisschen, ne? Dann soll es bis zu 14 geben. Das wäre schon nice. Am Anfang immer ein bisschen warten und lieber hier in der eigenen Gegend einfärben, weil ich habe so das Gefühl, dass gerade am Anfang teilweise so ein Lag vorherrschen könnte, der sich dann aber legt. Und deswegen sollte man vielleicht nicht sofort nach vorne durchmarschieren, weil man sonst leichte Beute ist. Oder sagen wir es anders, die Japaner dann einen unfairen Vorteil haben. Wobei ich jetzt auch gerade gar nicht weiß, ob das eine Gruppe ist mit vielen Japanern. Ich habe eigentlich darauf geachtet, dass das nicht der Fall ist, aber kann es nicht sagen. Und da ist ein Gegner, verdammt! Ja, ich habe ihn noch getötet, aber leider war ich viel zu stark verletzt und ich bin verblutet. Naja. Werden wir hier alles ein, so. Dum, dum, dum. Gegner müssen ja auch erstmal bis hierher durchbrechen. Will ich sehen, wie die das machen. Okay, schaut gut aus. Und hier geht der Punk ab. Vor allem da drüben, ey. Was zum Teufel? Klebebombe. Yes, der hat getroffen. Episch. Aber ich hab's jetzt auf den abgesehen hier. Wo ist der? Oh, das war schlecht. Das war schlecht. Ich habe eigentlich gesehen, dass er sich Tintenfisch versucht hatte, sich hinter mich zu stellen. Aber dann habe ich sowas von daneben geballert. Tja. Da ist Abkratzen nun mal die logische Konsequenz. Oh nein, oh nein, oh nein. Boah, was geht denn jetzt ab? Jetzt sind die da bei uns. Das gibt's doch nicht. Oh. Da oben steht einer, der jetzt runterkommt. Boah, das Schutzschild, Alter. Ich raste irgendwann noch aus, deswegen, ne? Da ist der Typ. So, Geschichte. Bazooka! Bam, bam. Ich hab einen erwischt. Ich hab da gesehen, dass da einer rumgeschwommen ist. Rumgeschwommen, so heißt's. Aber ich wusste nicht die genaue Position. Das war also auch ein bisschen Glück. Ja, und da sie gerade bei uns aufräumen, versuche ich das gleiche zu tun auf ihrer Seite. Boah, shit, und ich wollte noch diesen Kill mitnehmen, stattdessen gehe ich drauf, weil ich mich da wieder doof angestellt habe. Also ich habe gute Phasen, aber auch manchmal schwache. Letzten Endes haben wir leider verloren. Dum, dum, dum. Schade. Ja, 5-3 ist jetzt auch nicht so geil. 900 Punkte, passt schon. Ja, ich brauche bessere Teammates, Mensch! Andererseits wäre ich zweimal nicht so lame gestorben, dann hätte ich vielleicht rausreißen können. Naja, egal. Jetzt wird's auf einer anderen Map geregelt und ich bin rosa. Mag ich nicht.
ist auch echt blöd, dass man seine Farbe nicht einstellen kann. Ich meine, das lässt sich doch mit Sicherheit irgendwie programmieren, dass man dann halt zum Beispiel, wenn man jetzt nur blau mag, immer nur blau sieht. Also, dass man halt das sieht, was man sehen will, aber die Konsole es halt unterscheiden kann. Also, versteht ihr? Nee? Okay. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Huch! Boah! Alter! Wie habe ich das überlebt, bitte? Verdammt. Yes! Möchte ich doch noch. Ja, wir hatten schon Schild. Okay, den habe jetzt nicht ich getötet, schade. Weil den hätte ich garantiert erwischt. Aber ich wollte ja bessere Teammates, nicht wahr? Die kriege ich hier mit. Oh, ein Sniper, ein Sniper. Vorsicht. Ich glaube, da suche ich lieber einen Alternativweg. Vor allem, weil hier noch nichts eingefärbt ist. Achso, da komme ich ja gar nicht durch, oder? Also hier hoch komme ich auf jeden Fall nicht, das weiß ich. Und hier geht's auch nicht weiter. Naja, dann habe ich es zumindest mal eingefärbt, aber mehr auch nicht. Die Reichweite ist ja gar nicht mal so schlecht. Ah, oh, scheiße, den hätte ich eigentlich auch töten können. Aber ich habe es versemmelt. Ah, er kommt wieder! Ah, dammit! Jetzt reicht's mir aber. Bam! Bam! Immer noch dieser Sniper. Jetzt habe ich ihn weggeblastet! Gibt es das Wort geblastet? Wahrscheinlich nicht. Ist mir egal. Nein, Kumpel. Ist der naiv. Aber da oben war jetzt noch einer, ne? Ja. Shit. Der sucht mich. Oh nein, weg. Boah, wieso ist so viel grün? Ich dachte, wir gewinnen. Aber es schaut ehrlich gesagt nicht so aus. Es geht ab. So, jetzt dringend noch die Bazooka benutzen. Vor allem da hinten sind zwei Gegner. Boah, die Bazooka ist richtig geil. Im Singleplayer hat sie mich aufgeregt, aber hier ist sie echt geil. Und trotzdem werden wir wahrscheinlich verlieren, verdammt. Was sagt das Gamepad? Nee, Quatsch. Ich bin blind auf beiden Augen. Oder vielleicht war es vor ein paar Sekunden noch so, ja, aber... Jetzt haben wir nochmal einen Gang zugelegt und die Sache hier geregelt mit 1000 Punkten und 7:0 KD. Ich glaube, ich habe ein weiteres Lieblingsset entdeckt. Ja, ist echt so. Ich meine, Bazooka ist geil, Klebebombe ist geil, die Waffe ist geil. So lässt sich's leben. Die notiere ich mir. Gibt bestimmt später noch bessere Waffen, aber... Ja, aktuell, wenn ich so Just for Fun spiele, werde ich wahrscheinlich dieses Set hier nehmen. Das ist ja richtig episch. Endlich mal keine Lags mehr. Super. Fliegen schon die ersten Bomben, höre ich gerade. Dann wollten wir doch auch mal. Meine Bazooka wäre bereit. Will sie jemand spüren? So, aufgepasst. Die Heulboje kam schließlich nicht von ungefähr. Okay. Das war halt nicht so eine gute Position, also bin ich schon sehr zufrieden, dass ich da wenigstens einen gekillt habe. Ich gehe jetzt zur Basis des Gegners. Oh, obwohl, Vorsicht. Das ist so ein Ultra-Titan. Also, damit meine ich diesen Tintenfisch da. Lebt der noch?
Ja. Ich muss sagen, ich habe jetzt gar nicht gecheckt, dass das ein Gegner war. Weil dem sein Kleckser war türkis. Also dachte ich, das ist ein Teammate. Shit. Voll die Täuschung hier, Betrug! Ah, das sieht aber super aus. Schön viel Türkis. Oh, eine Mine, habe ich auch noch nie gesehen. Richtig geil. Freue ich mich auch schon drauf. Oh, crap. Oh, nein, 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 scheiße. Okay, das war Pech jetzt, ne? Ich wollte eigentlich wegschwimmen, aber leider war da schon alles voll gekleckst und ich konnte nicht mehr weg. Verdammt! Punkte sind ganz okay, aber Kills aktuell noch nicht so. Das muss ich noch ändern. Wo ist der Kleckser hin? Hä? Wo ist der hin? Egal, kümmern wir uns erstmal um den dann. Und versauen es! Das ist auch eine Kunst! Das ist auch eine Kunst! Mann, bin ich blöd! Shit! Aber das Team hat gewonnen. Dann kann ich auch mal eine etwas mittelmäßige Runde akzeptieren. Und das Finale. Bin ich blau? Juhu! Das ist schön. Auf geht's! Auf in die Schlacht. So, ich glaube, ich werde mich jetzt da links auf dieses Podest stellen. Bei dem Geheimgang. Und von da aus versuchen, die Sache zu regeln. Hier in der Mitte geht es ja eigentlich immer ab, ne? Ja, da kommt schon ein Spinner. Der meine Schüsse überlebt hat, aber die Bazooka nicht. Da hinten ist noch einer. Da war der Schutzschild, Mist. Oh, hier ist noch gar nichts eingefärbt. Dann mache ich das mal. So, und jetzt mal schön nachladen. Die Gegner scheinen besiegt zu sein. Gut, dann ziehen wir weiter. Da kommt einer. Down. Und der nächste, der da hoch möchte. Das geht? Wow, sehe ich auch erst jetzt. Ah, der hat meinen Kumpel getötet, aber sofort die Rache von mir spürt. Gut zu wissen, dass man da so hoch kann. Das habe ich bis jetzt noch nicht begriffen gehabt. Geht natürlich auf gegnerischer Seite auch. Apropos Gegner, hallo. Ach, ist das lustig. Oh, da sind sie, da sind sie, da sind sie. Bazooka-Attacke. Einer hat's erwischt. Oh mein Gott, what the fuck? Okay, ich habe jetzt noch, glaube ich, zwei getötet, aber leider... ich weiß gar nicht, warum ich gestorben bin, aber es ist so. Und gut, dann muss ich das halt akzeptieren. Hier ist auch noch nichts eingefärbt. Das nehme ich mal mit. So, lala. Ist hier alles in Ordnung? Ich denke schon. Ich glaube, der Typ ist auch gerade damit beschäftigt, alle Flächen einzufärben, die bislang noch ohne Farbe waren. Warum auch nicht? Ah, da ist schon wieder so ein Typ, ey. Nein! Nein, 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 aber der hat mich nicht gesehen, deswegen kann ich ihn immer noch töten. Alter, jetzt stirb doch endlich, ey! Da kommt gerade einer. Warte, 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 warte. So. Aber jetzt ist der weg, ne? Boom! Schön mit der Bazooka. Aber ich stehe jetzt in der gegnerischen Farbe. Scheiße. Das ist eben das Problem. Man darf die Bazooka nur einsetzen, wenn man wirklich sicher in seiner eigenen Soße sitzt. Sonst kommt es zu diesem Problem. Da taucht wieder einer auf. Down.
permanent Gegner, Alter. What, ein Bazooka! Es ging gerade noch so gut. Boah, mega geile Endrunde. Bin ich überhaupt gestorben? Ja, doch, einmal, stimmt. Und klarer Sieg. Dieses Waffen-Set ist geil. Also, wenn ihr noch nicht auf so einer hohen Stufe seid und gerne mit Schusswaffen abgeht, boah, 10-1, dann viel Spaß damit. Zumindest mir liegt's auf jeden Fall. Hat großen Spaß gemacht, die Runde hier. Also der ganze Part, meine ich. Wenn es euch auch so geht, dann Daumen hoch und den nächsten nicht verpassen. Bis bald.